Livestreaming für Kirchen, Veranstaltungen oder auch andere Dinge. Darüber haben wir schon mehrere Videos produziert und man kann ja streamen auf verschiedenen Wegen. Da gibt es dazu ein Video, das verlinken wir hier oben, über die Webcam-Funktion bzw. über die Streaming-Funktion des entsprechenden Geräts. Das ist zum Beispiel der ATEM Mini Pro. Mit diesem kann man, oder ich kann den auch mal hier hinhalten, in diese Kamera. Mit diesem kann man natürlich relativ schön und einfach streamen. Dazu gibt es schon ein Video von uns. Und man kann auch mit den RGB Link Mini X, der sieht so aus. Dazu gibt es demnächst noch ein Video bei uns hier auf dem Kanal, wenn wir das Ding auspacken. Mit dem kann man auch streamen, der soll sehr komfortabel sein. Aber ich möchte heute über eine ganz, ganz einfache Möglichkeit reden, die wir in jedem von unseren Geräten als Backup mit dabei haben. Und zwar ist das einfach so eine HDMI-Capture-Karte. Die gibt es bei Amazon ab 12 Euro, was mich sehr wundert, dass sie so günstig sind. Vor Jahren haben die noch um die 80 bis 300 Euro gekostet. Und die, wie das funktioniert, möchte ich euch einfach ganz, ganz kurz zeigen. Also, ich packe sie einfach mal hier aus. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Ich sehe gerade, man sieht es. Dann kommt hier diese Capture-Karte raus. Die sieht so aus. Mehr ist das gar nicht, wenn ich sie ausgepackt hätte. Und zwar, zack. So, und was das Besondere ist, wir haben hier den USB-Ausgang und wir haben hier den HDMI-Input. Und dieses stecken wir jetzt, diese Konstruktion stecken wir jetzt an unseren Laptop dran. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und zwar, ich könnte mal Zoom aufmachen, dass ihr das mal seht, wie das bei Zoom aussehen würde. So, zack, jetzt könnt ihr mich von der PC-Cam sehen. Und jetzt stecke ich das Gerät rein. Zack, das so. Und jetzt müsste es die Möglichkeit geben, zu sagen, ich habe USB-Video und das sieht zurzeit so aus. Warum sieht das so aus? Weil wir natürlich noch keinen HDMI-Eingang angesteckt haben. Jetzt habe ich extra noch eine Kamera organisiert, die wir da haben. Und da stecken wir unsere kleine Lieblingskamera, ich zeige sie mal hier in die Kamera, die Legria Mini X, die stecken wir dann hier einfach mal rein. Und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Zack, die ist natürlich noch nicht an, das kann noch nicht gleich sofort losgehen. Und schon angemacht. Und jetzt müsstet ihr eigentlich, wir werden sehen, ob es funktioniert. Wahrscheinlich doch, so, keine Speicherkarte, okay, das ist logisch. So, jetzt seht ihr quasi mich etwas weitwinklig mit dieser Legria Mini X. Und das funktioniert bei Zoom also sehr gut. Ihr seht das hier, gut, und auch unser nicht aufgeräumtes Büro, aber alles klar, das ist jetzt als Beispielkamera. So, das beenden wir mal, das ganze Zoom. Und zock, und jetzt gehen wir mal zum Livestreaming von YouTube, weil da habe ich schon einen kleinen Teststream vorbereitet, einfach aus diesem Grund, weil wir mal wissen wollen, natürlich, es gibt bei solchen Capture-Karten manchmal das Problem mit Bild-Tonversatz, ist das Ganze synchron oder nicht synchron, und deshalb nehmen wir das jetzt auf und wir schneiden es euch danach rein in das Video. Und ich sage jetzt erstmal hier einen nicht gelisteten Stream bei Firmenvideos Online, wo ihr es jetzt gerade seht, speichern. Jetzt bin ich aber, sehe ich gerade, völlig falsch. Das heißt, jetzt müssen wir mal zurück. Wir müssen auf Webcam-Streaming gehen und sagen hier Test. Es war Quatsch, dass ich dort war. Und, aber so ist es nun mal. Wir sind ja live und bei uns wird hier nichts gefaked. Okay, weiter geht's. Es ist nicht für Kinder, weil wir machen einen Teststream und es ist nicht gelistet. Haben wir hier. Jetzt müssen wir bitte lächeln. Okay, versuche ich mal. Okay, na gut, ist nicht richtig gelungen, aber egal. Ihr seht, auch hier habe ich die Auswahl, jetzt das HD User Facing, also die Kamera hier vom Gerät, dann dieses Video Capture Gerät und noch die OBS Virtuelle Kamera, aber mit der beschäftigen wir uns heute nicht. Wir sind beim USB Video. So, zack. Und hier ist auch, hier sieht man auch schon, da ist auch der Ton vom USB Video schon da. Und jetzt können wir den Livestream starten und jetzt rede ich mal dann hier rein und dieses schneiden wir dann mal rein. Das. So, jetzt wird der Stream live übertragen und das ist jetzt der Teststream. Dieses kann man jetzt nicht an dieser Stelle angucken, ob es synchron ist. Doch, man könnte es, wenn man ein anderes Gerät jetzt nimmt und quasi dann mit Kopfhörern dort hört, ob es synchron ist oder nicht. Wir zeigen es euch dann gleich. Ihr werdet sehen, ob sich meine Lippen richtig bewegen zum Ton. Gut, damit können wir den Stream wieder beenden. Und wenn, stopp. So, der große Vorteil ist, dass wenn irgendetwas schief geht in unserer Konfiguration bei einem Livestream, habe ich immer noch die Möglichkeit, mindestens eine Kamera mit Ton anzuschließen. Das erste. Das zweite ist, die Blackmagics hier, die haben alle einen Ausgang. Ich zeige es hier. Je nachdem, was man für einen Blackmagic hat, einen HDMI-Ausgang. Ich weiß nicht, sieht man den? Sieht man sogar.
Und mit diesem HDMI-Ausgang kann ich dann quasi mit einem HDMI-Kabel dort rein und kann dann auch so streamen, falle irgendetwas geht schief. Und deshalb finde ich das immer ganz gut, dass man einfach noch eine zweite Möglichkeit hat, das zu streamen. Wie gesagt, das Ergebnis, ob es Bild-Ton-Versatz hat, das seht ihr jetzt gleich. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an, wie das aussieht. Dieses kann man jetzt nicht an dieser Stelle angucken, ob es synchron ist. Doch, man könnte es, wenn man ein anderes Gerät jetzt nimmt und quasi dann mit Kopfhörern dort hört, ob es synchron ist oder nicht. Wir zeigen es euch dann gleich. Ihr werdet sehen, ob sich meine Lippen richtig bewegen zum Ton. Gut, damit können wir den Stream wieder beenden. So, jetzt habt ihr gesehen, das ist synchron, zumindest wenn es nicht ganz synchron ist, dann ist es minimal nicht synchron, aber eigentlich ist es synchron. Wir haben es jetzt gerade zu zweit angeguckt, das passt. Also das Schöne ist, mit so einer Capture Card könnt ihr ganz, ganz einfach aufbauen, ohne große Kenntnisse bei Zoom, bei Teams, bei sonst was, könnt eine richtige Kamera anschließen und das Ganze für 12 Euro bei Amazon. Ich möchte noch mal dazu sagen an dieser Stelle, alle Angaben sind ohne Gewähr und wir kriegen von den Herstellern kein Geld. Das heißt, das Gerät, diese 12 Euro, haben wir selber ausgegeben und haben es auch selber gekauft. Und sollte auch was nicht richtig sein, dafür nehmen wir aber auch keine Gewähr. Ich zeige es euch nur hier so live authentisch, wie wir es gerade hier probieren. Und also Möglichkeit 1, um jetzt diesen Einsprung wieder zurückzukommen. Ihr könnt es nehmen bei diesen ganzen ganzen Videokonferenzsystemen, Zoom, Teams und so weiter und so fort. Und ihr könnt es aber auch nehmen als Videoquelle für A, für YouTube, B, für Facebook und könnt das dann als Webcam-Stream gleich einbinden. Das habe ich euch gerade gezeigt, wie das geht. Oder beziehungsweise gibt es auch nochmal diesen anderen Video, was wir schon gemacht haben. Oder die Möglichkeit ist auch, mit dieser Capture-Karte direkt ins OBS-Studio reinzugehen und dann das als Quelle zu nutzen. All dies ist möglich und ich finde halt schön, im Falle einer der Streaming-Geräte steigt aus oder irgendein Problem gibt es, hat man noch wenigstens einen Plan B. Deshalb würde ich euch empfehlen, diese 12 Euro, manchmal sind die Dinge auch bis zu 40 Euro teuer und es gibt auch Anbieter, die sie bis 100 Euro verkaufen. Aber ich möchte euch raten, eine so eine Capture-Karte auf jeden Fall in jedem Streaming-Gerät mit zu haben. Bei uns sind die standardmäßig mit drin, weil wir einfach für Sicherheit sorgen wollen. Und im schlimmsten Fall betragen wir den Gottesdienst mit einer Kamera. Ist Gott sei Dank noch nie vorgekommen, aber im Falle eines Falles, man hat das. Oder jemand kommt an, ein Kunde kommt an und sagt, ich möchte gerne noch einen Stream zu einer zweiten Plattform haben. Da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten mit Restream und so weiter und so fort. Aber es kann ja sein, dass es bestimmte Gründe gibt, das nicht so zu machen. Dann hat man auch die Möglichkeit, da noch dieses Signal zu nutzen. Noch schöner ist es mit den ATEM Mini Extreme, weil dann kann ich quasi einmal den Multiviewer rausgeben oder kann auch zwei Programmausgänge rausgeben und dann kann ich das Ganze auch so streamen. Ja, das zu diesem Video, zu diesem kleinen, ich ziehe es jetzt wieder raus, zu dieser kleinen und ich zeige es nochmal hier rein. Ich hoffe, man sieht das dann, zu dieser kleinen HDMI Capture Card, die einfach wirklich sehr, sehr praktisch ist. Und damit sage ich vielen Dank und vielen Dank für euer Interesse hier beim Kanal. Wenn ihr Fragen habt, die Telefonnummer von mir steht in dem Kanal, in der Videobeschreibung unten drin. Einfach anrufen und wir versuchen euch gerne weiterzuhelfen. Oder wenn ihr auch ein eigenes Set aufbauen wollt, das können wir machen. Wir hatten jetzt neulich eine Kirchgemeinde, die hat gesagt, könnt ihr mal kommen, könnt ihr das einmal für uns mit einrichten. Wir kaufen das Zeug und wir helfen dabei, kommen wir auch einmal vorbei und danach könnt ihr es alleine. Gut, vielen Dank bis dahin und lasst es euch gut gehen. Tschüss.